Wir waren kurz nach 10.30 Uhr dort. Außer der Gartenbahn fuhr nichts. Dann kam endlich Bewegung ins Fest. Die für 11 Uhr angekündigte Parallelfahrt der drei Dampflokomotiven verzögerte sich um ca. 20 Minuten. Parallel hat.
Es war schon schade, dass Petrus an dem Tag nicht mitspielte. Vor 2 Jahren war es noch warm und sonnig. Ich umrunde das Gelände, um ein paar Aufnahmen zu machen.
Um 13 Uhr soll eine Parade stattfinden. Es tut sich aber nichts. Wir gehen gegen 13.20 Uhr und sehen von außen, dass sich etwas bewegt. Aber eine Parade ist das nicht. Hier sollten sich die Veranstalter bis zum nächsten Mal noch etwas einfallen lassen. Denn 9 Euro Eintritt sind nicht gerade wenig, zuzüglich der 1 Euro fürs Parken. Mit dem Wetter war halt Pech. Thank you.